Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Transparent Haul mit Lia Engel. Ja, wie ihr hier sehen könnt, habe ich mir ein paar neue Pieces bestellt. Und falls ihr euch fragt, wo ich mich hier gerade befinde, ja, es ist mein neues Büro. Ich habe es endlich fertig bekommen und bin jetzt hier auf jeden Fall öfter am Start für euch, um euch meine neuen Sachen zu präsentieren. Hier könnt ihr das erste Piece sehen, eine schwarze Bluse mit richtig süßen Details. Hier seht ihr sie etwas näher, sie ist obenrum ein bisschen locker, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ärmel und der Kragen bessern das auf jeden Fall wieder aus. Ich denke, die Bluse ist auch eher für etwas drunter, also zum Beispiel für unter einen Pulli oder so, wo ich dann oben den Kragen und die Ärmel rausgucken lassen kann. Gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich finde die super süß, vor allen Dingen auch mit dem Rock zusammen. Das matcht super. Ja, wie gesagt, sie ist halt ein bisschen lockerer und auch ein bisschen länger. Aber das kriege ich ganz schnell gefixt, indem ich das einfach in den Rock oder dann in die Hose reinstecke. Hier seht ihr es nochmal von hinten. Also es ist komplett transparent. Hinten noch mit einem süßen kleinen Loch. Die gibt mir richtige Schulmädchen-Vibes und die Bluse behalte ich auf jeden Fall. Finde die richtig gut. Ist für mich eine 9 von 10. So, kleiner Special-Effekt. Ich habe mich direkt umgezogen während dem Springen. Hier ist ein kleines Basic-Oberteil. Auch super süß. Ich finde den Schnitt mega. Es sitzt richtig eng, wie eine zweite Haut. Liebe ich auch extrem. Da an der Seite ist es ein bisschen höher als in der Mitte. Also läuft das so ein bisschen spitz zusammen. Auch der Stoff ist richtig schön weich. Er ist sehr dünn, wie ihr sehen könnt. Ich kann ihn auch entweder in die Hose stecken oder einfach so drüber lassen. Ich finde, dadurch, dass das an der Seite so ein bisschen höher geht am Bauch, ist es ein bisschen figurbetonter, muss ich sagen. Oben sind ein paar Knöpfe, die man auf- oder zumachen kann. Ich finde, mit so einem Knöpfen sieht es auf jeden Fall besser aus. Könnte auch noch einen BH drunter anziehen, aber ich finde es so auch schon richtig cute. Genau, mit dem Rock sieht es auch wieder so ein bisschen Schulmädchen-like aus, finde ich. Auf den Look stehe ich auf jeden Fall extrem. Und ja, jetzt bin ich noch ein bisschen damit beschäftigt, die Knöpfe zuzumachen. Ich habe es endlich geschafft und das Teil behalte ich auch auf jeden Fall. Ich würde dem Basic-Oberteil einfach eine 8 von 10 geben. Ja, hier kommt auch wieder eine richtig süße Bluse und ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass die so gut sitzt, aber wow, auch komplett transparent. Hier seht ihr wieder meinen kleinen Wiggle. Ich weiß auch nicht, ich muss entweder mit den Hüften oder mit meinen Beinen wackeln. Hier sind die Ärmel wieder richtig schön lang. Das liebe ich extrem. Kann ich nämlich dann so über meine Hände drüber ziehen. Das gibt irgendwie so auch wieder so einen cuten Look. Dann sind da überall Knöpfchen. Die kann ich auch aufmachen oder zulassen. Ich finde, so sieht es am besten aus, aber ich demonstriere euch das trotzdem nochmal. Ansonsten finde ich, dass die Bluse wirklich extrem gut sitzt. Ich liebe diese Falten unter meinen Brüsten. Auch die Form von meinen Brüsten kommt richtig gut rüber. Es ist super eng. Hier seht ihr auch von hinten, dass es schön transparent ist. Und wenn ich so rausgehen würde, würde ich vielleicht noch irgendwie einen BH drunter anziehen. Aber ansonsten finde ich die auch richtig, richtig schön. Fühle mich da drin super wohl. Ich denke, das sieht man auch.
Genau, hier wieder mein kleiner Wiggle. Also die Bluse behalte ich auf jeden Fall und die ist auch auf jeden Fall eine 9 von 10. Definitiv. So, dann kommen wir jetzt zu meinem letzten Outfit. Ja, einen Moment. Und schon wieder ein Special-Effekt. Wow! Hat mein Cutter richtig gut hinbekommen. Props an ihn. So, genau, das ist das letzte Oberteil. Gibt mir so ein bisschen Barbie-Vibes irgendwie. Ich finde es richtig, richtig cute. Hier wieder mein kleiner Wiggle da drin. Ja, das sollte ein Schmetterling darstellen. Ich hoffe, ihr konntet es erkennen. Aber ihr seht, ich fühle mich auch da drin wieder richtig wohl. Diese kleinen Details unten, diese kleinen Zipfel, die darunter hängen, finde ich richtig cute. Die Ärmel sind perfekt. Ich liebe es, dass sie so lang sind und unten auch noch so ein bisschen auseinander gehen. Die Farben finde ich auch richtig, richtig schön. Es ist auch wieder komplett transparent. Ich kann es vorne schön nach Belieben einfach zusammenknoten, wie ich es möchte. Entweder ein bisschen lockerer oder ein bisschen enger. Ich finde es super schön. Kann auch damit so ein bisschen meine Brüste pushen. Könnte auch einen BH drunter anziehen, aber ich finde, das ist gar nicht nötig. Es ist natürlich allgemein wieder ein bisschen kürzer. Ihr wisst, ich liebe es total, diese Crop Tops mit den längeren Ärmeln. Also auch das ist wirklich richtig schön. Kleine Props an mich selbst. Ich habe so eine gute Bestellung gemacht. Das werde ich auch auf jeden Fall behalten. Und Leute, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch am besten gefallen hat. Und wenn ihr mehr davon sehen möchtet, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, kommentiert und genau, lasst uns gerne den Algo pushen. Schaut gerne auch mal auf meiner Website vorbei, die ich hier zwischendurch einblende. Dort könnt ihr natürlich noch ein bisschen mehr von mir sehen, wenn ihr möchtet. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Hier mache ich nochmal einen kleinen süßen Wiggle für euch. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bin ich nicht cute?